Ja, hi Leute, heute habe ich mal eine andere Kleinigkeit für euch. Naja, nicht direkt Kleinigkeit, er ist ein bisschen größer. Und zwar von UltraForge, einen weiteren großen Dämon. Das ist der Greater War Demon. Nun ratet mal, wofür der unter anderem auch verwendet werden könnte. Ja, als kleiner Größenvergleich, hier mal ein normales 25 mm Infanteriemodell dazu. Der ist schon etwas gewaltiger. Bemalt wurde das Modell auf Level 3 bis 4, also unsere Skirmish-Stufe. Der Künstler hat sich es aber nicht nehmen lassen, dann da noch einfach ein bisschen mehr zu machen, weil ihm das Modell sehr, sehr gut gefällt. Was mir vor allem gut, mir persönlich gut gefällt, ist unter anderem die Farbe von der Goldpanzerung hier. Die wirkt richtig schön alt, antik, sehr, sehr passend auch zu dem Rot von der Farbe her. Und an kleinen Extras, die hier hinzugefügt wurden, haben wir unter anderem diesen Blutsee. Also der Dämon steht ja hier auf so einer Art Felsenbase, so einer kleinen Felseninsel, und dann haben wir eben drumherum wurde dann dieser Bluteffekt gemalt, dieser Blutsee gemalt, als ob er da eben gerade drauf kauert und ruht. Sehr schön auch diese Steinklinge hier von dem Schwert. In einer höheren Qualitätsstufe, wie zum Beispiel Character oder Hero, kann man da natürlich noch sehr viel mehr herausholen. Das ist dann aber auch ein guter Punkt, wo man dann eben eine etwas einfachere, aber trotzdem noch sehr gut aussehende Bemalstufe von abgrenzen kann. Dann haben wir hier ein paar kleine Bits angebracht, unter anderem dann Schädel mit diversen ja, so Ketten dran. Hier unten noch eine Speerspitze, auf der einige blutige Schädel aufgespießt sind, dass das Ganze einfach noch ein bisschen ja, mehr hermacht und dem gesamten Dämon noch ein bisschen mehr Charakter und ja, Tiefe verleiht. Ansonsten sehr, sehr großes Modell. Ich kriege den ja hier kaum zu fassen vom Drehen her, will ihn auch nicht gerade umwerfen. Wir haben ja schon mal ein UltraForge-Modell gemacht. Das war der Frog. Frog hieß er, glaube ich. Da werde ich auch noch mal den Link posten zu dem Video, dass ihr noch mal einen Vergleich habt. Und ich würde sagen, ja, wieder immer im Anschluss die Bilder. Bis dann. Ciao.